Was geht ab, lieber Tennisfreund? Du bist wieder bei meintennisgame.de. Hier sind gefühlt irgendwie nur 0 Grad, aber egal, ich drehe trotzdem Videos für dich, denn ich habe Bock. Ja? Thema heute, wie du auf keinen Fall, unter keinen Umständen trainieren solltest. Also, let's go. Wenn dich das Thema Tennis online lernen interessiert, dann bitte abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Und wenn ich dir bei deiner Vorhand oder Rückhand oder bei einem Grundschlag helfen soll, auf Endlevel zu kommen, dann kontaktiere mich. Ich habe mega Bock, bin mega motiviert, mach gerne eine Schlaganalyse von deinem Schlag und dann gucken wir, wie wir dein Tennis aufs Endlevel heben können. Wie solltest du niemals trainieren? Ist eigentlich schon ganz einfach und simpel erklärt. Niemals Bewegungen einzeln isoliert üben. Ja, das ist wie im Fitnesstraining. Du möchtest irgendwie einen richtig coolen Oberkörper trainieren und du trainierst 7-mal die Woche Bankdrücken. Du machst nur Bankdrücken, rund um die Uhr Bankdrücken, weil du möchtest eine große, voluminöse, ausgeprägte Brust haben und trainierst Bank. Rund um die Uhr Bankdrücken. Und dann stellst du fest, da passiert ja gar nichts. Und es wird ja eher schlimmer als besser. Ja? Und genauso ist es im Tennis auch. Niemals isoliert nur eine Sache üben, sondern immer ganzheitlich, genauso wie auch im Fitness. Du möchtest eine tolle, voluminöse Brust bekommen, ja, dann brauchst du auch einen guten Bizeps. Du brauchst auch einen richtig guten Trizeps und eine ganz ausgeprägte Schulterpartie. Alles hängt miteinander zusammen und übrigens auch Rücken. Also alles funktioniert miteinander, alles harmoniert miteinander und alles muss trainiert werden. Und du kannst natürlich auch mal eine Isolationsübung machen, auch im Fitness, ja, wenn du zum Beispiel mehr Bizeps haben willst, natürlich kannst du auch mal eine Bizepsübung machen. Und genau das ist eben auch im Tennis der Fall. Beispielsweise, du hast Probleme mit dem Topspin, Vorhand-Topspin, und du hast einfach kein Feeling dafür, wie du über den Ball gehen sollst. Ja, du hast einfach nicht dieses, du hast die Bewegung nicht drin. Dann kannst du gerne auch mal das hier üben. Das hier. Das hier. Dass du diese Bewegung erstmal alleine übst. So. Das kannst du machen. Mach das aber bitte nur 2 oder 3 Mal. Ja, lass dein Handgelenk hängen und mach das hier wirklich nur 2 Mal. Denn der große Fehler, den ganz, ganz viele machen, ist, sie freuen sich dann, dass sie diesen Touch bekommen haben und machen das dann 5 Tage in Folge und spielen am Ende, wenn sie damit fertig sind, so. Ja, und dann sieht die Vorhand so aus. Dann wirst du wahrscheinlich einen Topspin spielen, aber der verhungert auf der T-Linie und der Gegner kann damit machen, was er will. Ja? Also das bedeutet, wenn du etwas isoliert übst, füg es unbedingt sofort und unter jeden Umständen sofort in den Gesamtbewegungsablauf ein. Wenn du also so eine Vorhand spielst, so hier, zack, und du spielst diese Vorhand ohne dieses Absenken des Schlägers, weil deine Hand vielleicht zu fest ist, weil du es einfach nicht kannst, ja? Dann übst du das. Machst du das 2, 3 Mal und sofort baust du das hier wieder ein. Ja? Das hier, was du übst, baust du hier gleich wieder ein. Und du achtest darauf, dass die Bewegung eben groß bleibt und dass sie nicht, ich mach mal das Ding hier wieder auf die andere Seite, und dass du eben nicht hier endest. Das ist ganz, ganz gefährlich. Genau das Gleiche gilt übrigens auch für die Rückhand. Ich sehe ganz viele Leute, die das hier üben. So und dann dieses brutale über die Schulter ausschwingen. Das ist immer schön. Was ist das? So spielt man nicht Rückhand, ja? Du musst die Gesamtbewegung üben, du musst das gesamte Ausholen üben, ja? Kannst dir mal meine Rückhandvideos anschauen, dass du vielleicht, wenn du merkst, dass du hier zu weit ausholst, dass du den Ellenbogen ein bisschen höher nimmst, dass du hier nicht ganz überdrehst, ja? Und dass du dann von hier runterkommst, ja? Und dann genau das gleiche wie mit der Vorhand, dass du nicht hier stundenlang nur das hier übst, ja? Weil sonst endet deine Rückhand nämlich so. Ja, das ist gefährlich, das ist wirklich gefährlich, weil es ist immer sehr, sehr schwer für ein Trainer, eine falsch eingeschliffene Bewegung zu korrigieren, als von Anfang an eine richtige Bewegung beizubringen. Ja, also ein unbeschriebenes Blatt, ein weißes Blatt, können wir schön beschriften und da können wir die Vorhandformel, die Rückhandformel und die Aufschlagformel schön draufschreiben und du kannst das Richtige üben. Wenn du dir selbst komische Sachen beibringst oder dir blöderweise falsche Sachen beigebracht wurden, dann ist es für einen Trainer, für einen anderen Trainer sehr, sehr schwer, diese Sachen dann wieder umzuschreiben. Es sei denn, du kommst zu mir, ich krieg das schnell hin. Also wenn du merkst oder das Gefühl hast, deine Vor- und Rückhand, die stimmt nicht, kannst mich jederzeit anschreiben, machen wir eine Schlaganalyse und ich sag dir ganz, ganz
detailliert und ganz klar, was falsch ist, und dann kannst du das üben. Ja? Das war eigentlich schon wesentlicher Inhalt des, Entschuldigung, wesentlicher Inhalt des heutigen Themas. Nicht isoliert üben, immer ganzheitlich üben, damit du dir nicht irgendwelche komischen Sachen, irgendwelche komischen Bewegungen angewöhnst, die man später nicht wieder einfach korrigieren kann. Ja, in diesem Sinne, ich freue mich, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast. Nicht vergessen zu abonnieren, zu kommentieren, zu liken, zu teilen, was weiß ich nicht alles. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao, Markus von Mein Tennis Game.